Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Runde Minecraft PvP und heute spielen wir zusammen den Modus Mindstrike auf den Server Mineplex. Hier sehen wir es, mineplex.com, und wir spielen zusammen die Map Das 2. Und ja, wir sehen uns dann, wenn es losgeht. Viel Spaß. So, da geht's auch schon los. Ja, wie wir hier sehen können, haben wir hier ein eigenes Texture Pack, was uns ermöglicht, hier Waffen zu sehen. Also sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Und jede Waffe hat auch eine andere Eigenschaft. Nebenbei, diese Map ist Das 2 und ist, oh mein Gott, an die Original-Map orientiert. Also jeder Counter-Strike-Spieler sollte das sehen. So, hat mir zwar meinen Kill gestohlen. Oh, und Short kommen die. Ach, der ist runtergehört, oder? Achso, die Bombe wurde schon geplant. Oh, knapp. Bombe wurde bei B geplantet. Wer Counter-Strike nicht kennt, wir haben zwei Punkte, wo, ja, A und B, und es gibt auch zwei Teams. Terrorists und Counter-Terrorists. Und ich hoffe, das überleben wir. Es wird sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp. Yes, okay. Ja, und die Rolle der Terroristen ist, eine Bombe zu legen, und die Rolle der Antiterroristen ist, dies zu verhindern oder, falls sie gelegt wurde, die Bombe zu entschärfen. Ja. Hier haben wir auch die Karte. Ganz nett aufgebaut hier. Und insgesamt müssen wir 8 Runden gewinnen als Team. Dann haben wir den Gesamtsieg. Auf Short kommt niemand. Die Wege haben auch einen bestimmten Namen. Das lernt man beim richtigen Counter-Strike-Spielen. Diesen Ort hier nennt man Short, also hier rüber, diesen Weg da. Diesen Ort nennt man Long. Dort drüben haben wir den B-Spot. Hier haben wir den A-Spot, also hier oben. Das ist Double Door. In der Mitte, also Mitte Double Door. Double Door B. Und hier haben wir einen Feind. Das war nebenbei der letzte. Dieser Durchgang hier heißt Cutters. Und jetzt holen wir uns mal eine Augbar. So, ich gehe jetzt mal kurz zu B, um noch einen Gang zu erklären. Das hier, dieser Durchgang nennt sich Tunnel. Und hier haben wir auch einen. Nice. Geh mal kurz zum Terroristen-Spot. Ich hoffe, da ist keiner. Okay, da ist keiner. Hier ist der Terroristen-Spawn. Oh, schade. Ungefähr hier in diesem Bereich spawnen hier die Terroristen. Und haben... Wer schießt denn da? Lol. Und können hier dann hier zum A-Long oder A-Short gehen oder halt hier in die Mitte oder zu B in die Cutters. So, ich hole mir noch das da. Sind eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Es steht 3 zu 0. Was für ein Opfer. Achso, war das ich vielleicht? Nee, war ich nicht. Ich dachte schon. Lol. Achso, Raymond killed. Nee, der wurde gekillt. Okay. Da ist, glaube ich. Oh. Unten vielleicht. Na komm. Unser Kill. Oh, shit! Ah! Haben wir noch einen mit der Granate? Vielleicht geht das ja so im Nachhinein killen. Ja, hier sehen wir nochmal die Map. Also ich fliege hier jetzt mal hoch. Das hier ist die gesamte Map. Und ich finde, die ist wirklich gut gelungen.
Nebenbei diesen Bereich hier unten, wo ich hinziele, nennt man Pit. Der freut sich, okay. So. Alter, welcher... Ah, was für ein Hong. Mann, alle gehen dorthin. Sind die eigentlich ein wenig dumm im Kopf? Keiner ist zu B gegangen. Super schlau. Ja, und natürlich ist einer. Es wäre auch dumm von denen, wenn sie nicht hingehen würden. What? So. Ja, einmal haben die Terroristen gewonnen. Ich würde jetzt etwas besser aufpassen, dass ich nicht so behindert gekillt werde. Ach man, ihr seid doch echt dumm. Warum gehen alle denn... Oh. Gut, dann gehe ich zu B. Okay. Einen haben wir. Ich glaube, das war aber nur ein Solo-Läufer. So, und jetzt gehen wir durch die Cutters zum A-Spot. Okay, hier scheint niemand zu sein. Spot schon? Nee, vielleicht Ballon. Alle Ballon. No, no. Oh, nice. Uff. Also mit Freunden zu spielen, vielleicht sogar ein, ja, gegen Freunde zu spielen, also nur gegen Freunde, ist wahrscheinlich besser. Zum Beispiel vier Freunde gegen vier Freunde. Da kann man sich einfach besser untereinander verständigen. Denn ich denke, hier gibt es viele Leute, die einfach kein Counter-Strike spielen und nicht wissen, wie das geht, aber versuchen es zu verstehen. Ich finde, das... Oh shit. Oh mein Gott, der hat eine AWP. Der hat eine AWP. Der hat eine AWP. Was ich machen werde. Ich werde die Sicht einfach versperren. Ja. What? Warum hat der nicht mehr geschossen? Okay. Ja, also ich verstehe jetzt eigentlich nicht, warum ich gestorben bin. Ich meine, ich war voll, oder? Na gut. Jetzt werde ich mal zu long gehen. Und dann auf den Terroristen. Ist das dein Ernst? Ach, du bist doch so dumm. Renn mir rein, kein Problem. Intelligenz gleich Baum, oder was? Ja, wirf die Granate auf mich, super. Danke. Oh, Genius. Völlig sinnloser Tod, Mann. Völlig sinnlos. Okay, wir werden nochmal über Long gehen. Ich hoffe, der macht nicht nochmal dasselbe.
Ja. Super, schieß auf gar nichts. Toll. Die Luft hat's verdient, mein Freund. Die Luft hat's verdient. Ich glaube, die gehen zu B. Gehen zu B, ja. Scheiße, ich habe mich selbst geflasht. Das war richtig dumm. Nein! Mann! Ich habe nicht damit gerechnet, dass der dort steht. Oh. Gut. Matchball. So. Ja, gehen wir mal über B. Gehen wir mal über B. Okay, da ist keiner. Vielleicht irgendeiner mit so einer AWP oben am Spot. Am Spawn. Nope. Mach das. Ja, das haben wir gewonnen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie findet ihr den Modus? Ich finde ihn ja ganz nett zum Spielen. Ist aber meiner Meinung nach verbesserungswürdig. Ich finde, die Waffen sollten etwas genauer sein. Und ja. Ich finde, man kann ihn spielen, aber besser mit Freunden. Und die Idee ist ganz gut. Auch wirklich ganz korrekt umgesetzt, aber verbesserungswürdig. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen freuen. Ich lese immer gerne Kommis, also ab damit. Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Euer MrRP. Und tschüss.